Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das Pokémon DLC kommt in Kürze raus und ich dachte mir so, hey, red doch darüber, ob es sich lohnt oder nicht. Und dieses Video seht ihr jetzt. Ich rede hier nur über das DLC Insel der Rüstung. Über die Schneelander der Kronen wird ein anderes Video kommen, wenn dieses DLC dann naht. Passend dazu sind heute Codes im GameStop erschienen für ein Dynakristall, für ein G-Max Patinaria und eins davon habe ich mir ergattert. Dafür musste man beim GameStop etwas kaufen, deshalb habe ich dann etwas gekauft und habe diesen Code und verlose ihn nun an euch. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Laufe des Videos. Das Pokémon DLC kommt mit einem Startpreis von 30 Euro. Bei Instant Gaming kriegt man es jedoch schon für 25. Das ist eigentlich recht teuer, aber für DLCs ist es eigentlich ein recht normaler Preis. Bis auf Pokémon Ultrasonne und Ultramond, das waren halt einfach Vollpreis-DLCs. Doch was bringt das DLC mit sich? Das DLC bringt ein neues legendäres Pokémon, Grafikaufbesserungen des Spiels, eine neue Naturzone und an sich weitere Gebiete, also eine komplett neue Insel mäßig. Und eine neue Story, bei der man mit dem ehemaligen Galar-Champ trainiert, welcher auch damals der Meister von Deleon war. An sich bietet das DLC guten Inhalt, jedoch muss man sich für sich selbst fragen, ey, lohnt sich das DLC für mich? Bei mir war es mit Pokémon so, ich hab's mir erst eine Woche oder so nach Release geholt und ich hatte am Anfang gar keine Lust drauf, weil die Trailer mich nicht so gehypt hatten. Als ich dann gespielt hatte, das war dann mit Ben, also Natsuyo, Buddy und Erik und so weiter, und das hat mir da übel Spaß gemacht, also da war dieser Hype einfach real. Und mit der Zeit, als man die Story durch hatte, als man ein paar Shiny schon gefangen hatte, hat man einfach nichts mehr zu tun gehabt. Also es gab halt bis auf das Shiny hatten nichts mehr, was zu tun war. Und deshalb glaube ich, könnte dieses DLC den Hype wieder zurückbringen und halt auch wieder den Spaß ins Game bringen. Aber wenn das DLC es nicht schafft, den Hype und den Spaß zurückzubringen, den ich damals hatte, dann ist das DLC auf jeden Fall nichts für mich. Aber wer weiß, vielleicht streame ich das ja auch. Aber wer weiß, vielleicht streame ich es ja auch, deshalb stimmt man einfach hier oben irgendwo ab. Wenn man jedoch mit Pokémon Schwert und Schild sehr viel Spaß hatte, dann lohnt sich die DLCs auf jeden Fall. Kommen wir jetzt nochmal zurück zur Verlosung. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst mir auf Instagram folgen, mein neuestes Bild liken und einen Kommentar schreiben. Das ist eigentlich alles, was ihr tun müsst. Dann kann ich euch da halt auch auslosen und so weiter. Was aber natürlich sehr nett wäre und auch sehr hilfreich für meinen Kanal, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Denn dann könnte meine Reichweite wachsen, dann könnte ich vielleicht auch größere Gewinnspiele machen oder auch mal größere Turniere in verschiedenen Spielen. Deshalb, wenn ihr Bock auf sowas habt, dann abonniert und liked doch einfach diesen Kanal. Mehr habe ich nicht zu sagen, dann sehen wir uns zum nächsten Mal und ciao, Leute.